Vor wenigen Monaten war für Marina Golbahari und Nurullah Azizi noch alles anders. Das Schauspielerpaar aus Afghanistan kam wegen eines Festivals nach Frankreich. Doch jetzt leben beide in einem Asylbewerberheim westlich von Paris. Als ein Foto von Marina Golbahari ohne Kopftuch im Internet auftauchte, warnte ihre Familie sie nicht, nach Afghanistan zurückzukehren. Muslimische Extremisten hatten der Familie gedroht. Manchmal glaube ich, mein Leben ist zu Ende. Vorher habe ich immer von meiner Zukunft geträumt und dachte, ich habe ein gutes Leben. Jetzt nicht mehr. Marina Golbaharis Koffer sind voller Erinnerungen an ein anderes Leben. Rote Teppiche und Preisverleihungen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Wegen ihrer Berühmtheit wird das Paar im Flüchtlingsheim von anderen Afghanen angefeindet. Sie führen ein Einsiedlerleben, warten darauf, dass ihr Asylantrag in Frankreich angenommen wird. Wir würden gerne in französischen Filmen spielen. Und natürlich haben wir auch unseren eigenen Film, unsere eigene Geschichte, die für andere interessant ist. Doch die Karriere steht für beide erst einmal im Hintergrund, denn ihre Zukunft ist noch ungewiss.